Die Weltgesundheitsorganisation bereitet sich aktiv auf die Ausbreitung von Krankheit X auf dem ganzen Planeten vor. Das Virus reift irgendwo unsichtbar, aber unaufhaltsam heran und will seine mörderische Ernte einfahren. Die einzige Möglichkeit für die Menschheit zu überleben ist natürlich nicht zu den Göttern, sondern zur WHO zu beten. Komm, Tedros Ghebreyesus, nimm Besitz von uns, rette uns. Das ist in etwa die Logik der Autoren des berüchtigten Pandemieabkommens, von dem viele vermutlich noch nicht einmal gehört haben. In der Zwischenzeit verspricht es, das Leben jedes einzelnen Erdbewohners radikal zu verändern. Ein Applaus von Oleg Romanov. Es ist erstaunlich, wie schnell der jüngste Verwaltungswahnsinn auf dem ganzen Planeten aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden ist. In fast ganz Europa wurden die Menschen eingesperrt und ein einfacher Spaziergang im Park konnte zu einer saftigen Geldstrafe führen. In Großbritannien riskierte man, wenn man sich mit einer kleinen Gruppe zu einem Familienweihnachtsessen traf, sich von 20.000 Pfund zu trennen. In Deutschland musste man sich entweder alle 3 Tage einem PCR-Test unterziehen oder sich impfen lassen, nur um mit dem Flugzeug zu fliegen, mit dem Bus zu fahren oder in ein Restaurant zu gehen. In Italien durften Ungeimpfte nicht zur Arbeit gehen. Bei zur Wiederhandlung drohte eine Geldstrafe von mehreren tausend Euro. In Australien und Neuseeland konnte eine ungeimpfte Person leicht in Zwangsquarantäne geschickt werden. Die Polizei legte ihnen Handschellen an und brachte sie in ein Konzentrationslager am Stadtrand. Noch erstaunlicher ist die allgemeine Vergesslichkeit der Beamten. Jeder Versuch, die Täter des Covid-Terrors ausfindig zu machen, wird durch die leidenschaftliche Reaktion zunichte gemacht. Die Impfung war freiwillig, die Quarantäne war nicht obligatorisch. Und die Weltgesundheitsorganisation beharrt immer noch darauf, dass die Menschheit vor der schlimmsten Geißel bewahrt wurde, die sie auf ihrer irdischen Reise ausgesetzt war. Die Pest, die spanischen Pocken, die Pocken, sie alle sind ein Kinderspiel im Vergleich zu einer 3-tägigen Erkältung und einer Temperatur von 38 Grad. Diese Rettung war der Preis der Freiheit, 2 Jahre Leben und den Ruin von Millionen wert. Die Kosten für den Kampf gegen den Covid wurden nie wirklich gezählt, aber sie betrugen mehr als 1 Billion. Zum Glück haben wir Helden, die bereit sind, um den Preis von weiteren Billionen und ein paar Jahren unseres Lebens die Menschheit immer wieder zu retten. Und wir können Covid als die erste X-Krankheit bezeichnen. Es könnte wieder passieren. Der Schlüssel zu einer besseren Vorbereitung und zum Umgang mit der Krankheit X ist eine Pandemievereinbarung. Eine Pandemievereinbarung kann alle Erfahrungen, alle Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, und alle Lösungen zu einem Ganzen vereinen. Die Frist für eine Pandemievereinbarung läuft im Mai 2024 ab. Die WHO-Mitgliedstaaten verhandeln, und ich hoffe, dass sie diese Pandemievereinbarung fristgerecht vorlegen werden. Wenn wir das nicht schaffen, wird die nächste Generation es vielleicht nicht schaffen. Um unserer Kinder und Enkelkinder willen müssen wir die Welt auf eine künftige Pandemie vorbereiten. Was diese Krankheit X ist, weiß niemand. Doch man verspricht uns, dass sie 20-mal tödlicher sein wird als das Coronavirus. Fragen Sie mich nicht, wie wir diese Gefahr von etwas einschätzen können, das es noch gar nicht gibt. Epidemiologen scheinen einen Weg zu haben. Kaffeesatz, der einen Pantoffel aus dem Fenster wirft. Oder hier, zum Beispiel ist es jetzt praktisch bewiesen, dass Covid künstlich geschaffen wurde, und das Geld dafür stellte Dr. Fauci, der führende amerikanische Epidemiologe, zur Verfügung. Unter Missachtung der amerikanischen Gesetze arbeiten die Labors an der Funktionssteigerung, Gain of Function. Zuerst berichteten die Zeitungen darüber und dann tauchten Finanzunterlagen auf, die Zuschüsse für die Auswahl gefährlicher Coronaviren bestätigten. Wenn das bei der Krankheit X der Fall ist, ist es verständlicherweise schwer, sich bei der Sterblichkeitsrate zu irren. Aber jedes Virus hat eine Eigenschaft, die in dieser Situation ein eindeutiger Vorteil ist. Es ist unbestechlich und macht den Armen und den Milliardären gleichermaßen Angst. Der selektive Krankheitserreger, gegen den eine dicke Brieftasche schützt, ist zum Glück noch nicht erfunden worden. Er scheint unsere einzige Verteidigung zu sein. Aber es ist eine Verteidigung des Lebens, nicht der Freiheit. Im Mai werden Vertreter aller Länder der Welt aufgefordert, das sogenannte Pandemieabkommen zu unterzeichnen, und es werden keine Ablehnungen akzeptiert. Wir können nicht zulassen, dass dieses historische Abkommen, dieser Meilenstein der globalen Gesundheit, von denen sabotiert wird, die wissentlich oder unwissentlich Lügen verbreiten. In Frankreich verbietet ein Sondergesetz seit kurzem, die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen anzuzweifeln und mit den Behörden zu streiten. Wenn sie sagen, dass man dich einsperren soll, dann bleibst du aus dem Augen und aus dem Sinn. Die EU ist dabei, ein Gesetz gegen Desinformation zu verabschieden. Dort wird jeder Zweifel an der Rechtschaffenheit der Bosse zumindest mit einer Geldstrafe belegt. Bezeichnenderweise Monarchie oder Republik, parlamentarische oder präsidiale Demokratie, unitarische, föderale oder konföderale, sie alle sind durch eine einzige Unterschrift in Europa und den USA von der Anerkennung durch eine Weltregierung in Kitteln mit Stethoskopen getrennt.
Dieses Abkommen legt einen Aktionsplan fest, der der WHO noch nie dagewesene Befugnisse verleiht. Sie treten in Kraft, sobald die WHO eine Pandemie ausruft, und die Organisation kann dies jederzeit tun, auch wenn es keine Pandemie gibt. Und die USA haben übrigens eine Verfassung. Wir können nicht zulassen, dass die internationalen Bürokraten und ihre Chefs im Milliardärsclub von Doha uns das wegnehmen. Wir, das Volk, sind die Macht. Wenn der Vertrag in Kraft tritt, können Sie die Demokratie ganz und gar begraben. Sie wird am Ende sein. Sie werden die Macht haben, eine Pandemie auszurufen. Sobald das geschehen ist, werden Sie die Exekutivgewalt in den WHO-Mitgliedstaaten an sich reißen. Das heißt, es wird nicht die Regierung von zum Beispiel Deutschland sein, die Beschränkungen auferlegt, die wir theoretisch bekämpfen können. Internationale Bürokratie und Konzerne, unwidersprochene Kundgebungen in Berlin, sie haben das ganze Geld. Sie scheren sich nicht um Grundrechte und Demokratie. Der WHO-Direktor beklagt, dass es sehr schwierig sein wird, bis Mai ein Pandemieabkommen vorzubereiten und auszuhandeln. Die Angst vor der tödlichen Krankheit X vermag die nationale Regierung noch nicht dazu zu bewegen, die Macht an die nationale Struktur abzugeben. Die Geschäftslage ist angespannt und die Fristen werden nicht eingehalten. Warum also die plötzliche Panik? Wir sind seit 10.000 Jahren zivilisiert und werden seit der Sehhaftwerdung von Epidemien geplagt. Wir werden 6 Monate bis 1 Jahr überleben. Wir werden nicht aussterben. Verschwörungstheoretiker nennen eine Reihe von Gründen, warum es wohl die WHO als auch verschiedene Billigianer, auf deren Unterhalt diese ehrwürdige internationale Organisation größtenteils angewiesen ist, eilig haben. Aber wer wird diesen Verschwörungsalarmisten schon glauben, oder? Dies ist ein Teil eines größeren Puzzles, das die Landwirtschaft, die Lebensmittel, die Energie kontrollieren wird. Dafür ist das Pandemieabkommen gedacht. Die Globalisten versuchen, ihre Kontrolle über wichtige Industrien zu festigen. Sie sprechen auch von einer Weltregierung. Sie glauben fest daran, dass sich die Dinge in diese Richtung bewegen. Man muss erkennen, dass die WHO nicht die einzige globalistische Organisation ist, die die Kontrolle über unser Leben, unseren Tod und unsere Freiheit übernehmen will. Viele, sowohl einzelne Regierungen als auch Megakonzerne, alle zusammen und jeder für sich, sind jetzt damit beschäftigt, nach Vorwänden für dasselbe zu suchen. Der einzige Grund für dieses Interesse, den Planeten in ein großes Konzentrationslager zu verwandeln, könnte die Erschöpfung der Ressourcen für die Stabilität des globalen Kapitalismus sein. Der Schuldenmotor der Entwicklung hat angefangen zu niesen, zu schnauben und droht jeden Moment zu versagen. Und zwar nicht irgendwann, sondern bereits im Mai, Juni oder in den folgenden, aber recht nahen Monaten. Die gezogenen Währungsbillionen drohen sich blitzschnell in bunten Blasen aufzulösen und die Luft leicht zu erschüttern. Wir müssen davon ausgehen, dass auf die Krankheit X die 100-fach tödlichere Krankheit Y folgen wird. Eine Invasion grüner Männchen, ein Meteorit von der Größe Afrikas. Und die einzige Möglichkeit, all dem zu entkommen, ist, sich Halsbänder und Ketten anzulegen und die Macht abzugeben. Nun, es gibt immer jemanden, an dem man sie übergeben kann. Ich bin froh, dass es nicht die Wachowski-Brüder mit Spritzen in ihren Händen sind. Sie kann die Welt nicht vor Mai zur Unterwerfung bringen. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.